Was sind Informationssicherheitsrisiken? In der Informationssicherheit werden die Begriffe Bedrohung, Schwachstelle und Risiko alle synonym verwendet. Wenn Sie wissen wollen, was ein Informationssicherheitsrisiko wirklich ist, sollten Sie aber die feinen Unterschiede kennen. Eine Bedrohung ist ein Vorfall, bei dem ein Schaden angerichtet werden kann. Eine Schwachstelle hingegen ist ein Wunderpunkt, den andere ausnutzen können. Ein Risiko ist der Schaden, der entstehen kann, wenn eine Bedrohung und eine Schwachstelle aufeinandertreffen. Tritt ein Risiko tatsächlich ein, kann es passieren, dass Daten Ihres Unternehmens verloren gehen oder gestohlen, kopiert oder anderweitig kompromittiert werden. Dadurch können rechtliche, regulatorische, rufschädigende oder finanzielle Folgen für Ihr Unternehmen entstehen. Bei einem Informationssicherheitsrisiko können ein oder mehrere Ereignisse eintreten, die den Verlust, den Diebstahl oder die Kopie von Daten zur Folge haben, mit nachteiligen rechtlichen, regulatorischen, finanziellen oder rufschädigenden Folgen. Ein Verstoß kann intern oder extern absichtlich oder versehentlich verursacht werden und Informationen betreffen, die auf beliebige Medien gespeichert oder übertragen werden, darunter auch IT-Systeme oder Geräte, Papier oder andere physische Formate. Aber auch mündlich weitergegebene Informationen können betroffen sein. Schauen wir uns daher drei der häufigsten Arten von Informationssicherheitsrisiken an. Nummer 1. Versehentlicher Verlust oder Schaden. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Serverraum kommt es zu einem Brand. Alle Ihre Systeme gehen offline und Sie verlieren alle Kundenvertragsdaten. Wenn Sie diese Informationen nicht gesichert haben, wäre dies eine Katastrophe. Risiko Nummer 2. Phishing-E-Mails. Es kommt sehr häufig vor, dass Mitarbeitende legitim aussehende E-Mails erhalten, die angeblich von einem bekannten Anbieter oder einem Kollegen stammen. Ein falscher Klick und schon können Mitarbeitende Passwörter oder Kreditkarteninformationen weitergeben. Sie können sich wahrscheinlich denken, was dann passiert. Risiko Nummer 3: Hackerangriffe. Stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Jahre lang an einem streng geheimen Prototypen Ihres neuen Produkts gearbeitet. Jetzt sind Hacker auf Ihre Systeme eingedrungen und haben die Informationen gestohlen und sie öffentlich gemacht. Ihre Mitbewerber kennen nun Ihre nächsten Schritte genau und Sie leiden unter Umsatzeinbußen. Solche Risiken gehören zum Leben dazu und es gibt keine Möglichkeit, sie gänzlich zu vermeiden. Denken Sie deswegen immer daran, was man nicht kennt, schützt man auch nicht. Daher sollten Sie unbedingt Ihre Risiken bewerten und Ihre Daten schützen. Eine der weisesten Entscheidungen für Ihr Unternehmen. Bei DataGuard stehen Ihnen unsere erfahrenen Spezialisten für Informationssicherheit zur Seite. Wir helfen Ihnen dabei, die Risiken zu erkennen, zu mindern und zu beseitigen. Informieren Sie sich selbst. Wir unterstützen Sie gerne.